So, hallo, ich begrüße euch zu einem vermutlich relativ kurzen Video. Wir werden sehen. Und zwar gibt es auch einen Nebenlevel-Contest, einen Overworld-Contest, wo der liebe Stevie zusammen mit wem hast du da mitgemacht? Ich habe das mit dem lieben Bench Kuhn gemacht. Ah, jawohl, alles klar. Genau, ihr habt also eine Overworld erstellt oder sind es dann mehrere Overworlds? Wie muss man sich das vorstellen? Es sind eigentlich nur sechs Submaps, also so kleinere Ah, Welten. okay. Also nicht die Hat aber große wird ein Grund. editiert, sondern die kleineren, die Also sozusagen. Okay. nee, nur wir. Beziehungsweise halt ich habe nur die sechs gemacht, aber aus einem ganz bestimmten Grund, das wirst du dann sehen. Okay. Aber andere haben auch die große bearbeitet. Alles klar, aber was wir jetzt sozusagen anschauen, sind also keine Level, sondern es geht rein um die Overworld. Vielleicht, ja. Okay, ja, ich bin mal Vielleicht wirst gespannt. du noch ein bisschen spielen, ja. Bin mal gespannt, was da kommt. Das heißt sozusagen, der Teil vorne ist jetzt alles, was theoretisch noch nicht in die Bewertung reingehen würde. Genau, nur die Oberwelt. Press A to reveal normal, Press B to reveal. Ja, okay. Keine Ahnung, wo mein A und B ist, aber okay. Kriegen wir hin. Ah ja, jetzt. Ah ja. Wow. Und das ist ja, wenn, so wie ich dich kenne, ist das wieder alles selbst gepixelt. Alles selbst gezeichnet, genau. Ich wollte schon ganz sagen. Sheesh. Und da kann ich jetzt einfach rumlaufen. Ah, da kann ich nicht einfach rumlaufen. Ja, muss halt die Exits machen mit A und B. Ah, ja, wo habe ich denn mein A und wieso geht der? Moment, wo ist mein A und B? Da nicht scheinbar. Okay, A, B. Drücke Tasten. Ah, das da war wahrscheinlich. Ach, da ist mein A. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Tastatur belegt habe. Okay. Ach, jawohl. Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Und deswegen für den Secret Exit kann ich dann die andere Taste drücken und dann wird die freigelegt. Ah. Gecheckt. Huch, wollte ich nicht. Ach so, doch. Ach so. Ah, verstehe. Okay. Und alles, was du hier sehen wirst, das habe ich alles in A-Sprite, ein Pixel-Art-Programm gezeichnet. Also es ist nicht so, dass ich in Luna Magic so Tiles gesetzt habe. Ich habe das alles eben wie auf einem Bild gezeichnet und dann Okay. Luna Magic importiert. Und dann kann man das. Ah ja, ich verstehe. Er ist schon cool. Der Fisch, ist der auch? Ist das irgendwie eine spezielle Animation oder kann man den so irgendwie. Also, dass der Das sich so ist eigentlich bewegt? ein Boohoo von der Oberwelt. Ah! Und die bewegen sich von sich aus schon so. Nee, den habe ich bearbeitet mit Hex Edits. Dann kannst du dem seine Bewegung ändern. Stimmt, die fahren ja Genau. eigentlich, fahren die doch so hin und her beim Geisterhaus. Irgendwie so einmal außenrum oder irgendwie so ähnlich. Ah, okay. Ja, cool. Ah, nein, ich wollte nicht die Welt verlassen. Halt, stopp. Kann ich nochmal zurück? Ja. Sehr schön. Also, das sollte man sich schon. Also, der ist der Kettenhund. Das sind die Blöcke. Der Fisch ist da. Da unten ist eine Sandburg. Also, ich glaube, das Einzige, was du nicht gepixelt hast, sind die Levelpunkte. Genau, unter Mario. Richtig, okay. Ja, krass. Genau, Werden und diese wie gesagt, Overworlds irgendwann auch mal verwendet oder hast du die jetzt wirklich nur für den Contest gepixelt? nur für den Contest. Ah, das ist aber auch dann schon richtig krass, weil das könnte natürlich auch, allein jetzt die Overworld an sich sieht ja auch schon wieder fantastisch gut aus. Hier mit der Danke. Fledermaushöhle da oben. Yo. Und wie ich sagen wollte, der Bench hat das meiste ASM geregelt. Du hast übrigens Secret Exit verpasst. Ja, ich gehe gleich hin. Ich drücke nur gerade die ganze Zeit die gleiche Taste. Ich laufe Es gleich gibt zurück. insgesamt 57 Exits. Oh mein Gott, war das gerade cool. Das muss ich nochmal zu. Ach, das geht nochmal. Oh, cool. Genau. Nice. Hat mir auch der Bench geholfen. Ich Ah, habe das okay. gezeichnet, er hat das ASM für die Animation gemacht. Krass. So, Secret Exit. Zack. Ah, ja. Yep.
Jawohl. Und die, war es auch Teil des Contents, sich Levelnamen auszudenken? Das musste man nicht, aber ich habe das gemacht, weil das dann, glaub, Bonuspunkte gebracht hat oder so. Okay, naja, das war jetzt gerade die Frage, ob das praktisch in die Wertung eben eingeht oder nicht, weil das wäre ja sozusagen, wenn es jetzt jemand nicht macht, hatte dann einen Nachteil oder umgekehrt hatte man einen Vorteil? Okay. Ja, cool. So, also wir haben die coole Fledermaushöhle da oben, wir haben das Geisterhaus, wir haben ganz viele Totenköpfe, vor allem diesen großen Totenkopf. Das Geisterhaus hieß übrigens Mondo Ghost Dome. Das war so ein kleiner Running Gag bei uns. In manchen Entries gab es auch diesen Geisterhausnamen, Mondo Ghost Dome. Ah, okay. Yo. Das ist jetzt schon, das finde ich allein jetzt schon cool, dass man so aus der Röhre rauskommt. Das ist auch, das sieht man auch relativ selten. Nice. Hier wollten wir ursprünglich Power-Ups machen. Mhm. Zum Beispiel so eine Pickaxe oder so ein Hammer, mit dem man Eisberge zerstört, aber aus Zeitgründen und weil der Bench Schule hat und so, haben wir es nicht geschafft. Ey, das wirkt richtig räumlich, wenn man hier so runtergeht. Cool. So, Secret Exit machen wir diesmal gleich. Weil das wahrscheinlich genau wieder zum Switch führt. Zack. Icebike-Biome. Okay. Da würde man sich ja fast wünschen, man könnte die Level spielen. Hypothermia Lane. Das ist ein Level-Name, der in einer meiner Hacks vorkam. Verlasse ich jetzt das, wenn ich hier durch die Höhle gehe? Ja. Okay, dann müssen wir erstmal bleiben. Also, wir haben die Röhre, die raus wird, wir haben den schlafenden Pinguin. Wir haben natürlich überhaupt allgemein dieses Räumliche, wie man da in die Höhlen reingeht und da so. Das sieht schon ziemlich cool aus. Dann haben wir da unten so, diese Felsvorsprünge, die abgeschnitten sind. Das sieht auch extremst cool aus. Und den... Ah, der spiegelt sich, der Pinguin. Genau. Das alles spiegelt sich auch cool. Außer der Mario. Das ist auch cool. Wenn du den Layer 3 ausmachst, dann siehst du, dass das Eis eben Layer 3 ist. Mach ich das über die Taste 3? Ich glaube schon, wenn du bei ZMZ bist. Ja! Jetzt sieht's wild aus. Ah ja. Ja, krass. Okay. Ja. Dann, wo ist mein B da? Zack. Oha! Ist auch richtig viel los. Ja, ab hier habe ich, wollte ich eigentlich fast aufgeben, aber ich habe es dann durchgezogen. Warum wolltest du aufgeben? Ja, weil es ist halt sehr viel Arbeit. Ich habe nonstop dran gearbeitet. Ja. Auf Steam steht irgendwie, dass ich über 200 Stunden im A-Sprite hatte. Jo, alles klar. Aber war es, also hätte man mehr machen müssen oder hätte man auch sagen können, okay, drei Unterlevel Overworlds, Minimaps reichen. Oh mein Gott, schon. Ist das cool. Jetzt sammelt man die Kristalle ein. Ja, auch vom Bench gecodet. Das ist auch cool. Also es war jetzt keine Vorgabe, so viel muss sozusagen im Contest sein, sondern jeder konnte halt so viel machen, wie er wollte. Ja. Okay. Weil dann hätte ich zumindest gesagt, anstatt aufgeben, hätte man dann halt vielleicht das eingereicht, was man hatte. Ja. Sonst wäre ja alles vorher umsonst gewesen. Das ist dann ganz komisch. Mhm. Ah, normaler Weg, okay. Dann geht's. Und hier ist mir fast der Platz für die Grafiken ausgegangen. Deshalb sind auf der rechten Seite nicht so viele sichtbare Wege, die auftauchen. Oh mein Gott, kann ich jetzt... Man kann jetzt richtig interagieren. Man setzt jetzt die Kristalle da in dieses Feld in der Mitte ein, oder wie sehe ich das? Ja, du musst aber alle vier haben. Du kannst ja nicht einzeln einsetzen. Ah, okay, ja. Also der merkt, dass man alle vier genommen hat und dann... Oh mein Gott, ist das cool. Yo. Ich überlege gerade, ob ich jemals so eine... diese Art von Interaktivität auf der Oberwelt erlebt habe, dass man... Nee. Dass man auf der Overworld selbst einen Weg freisetzt.
ob ich... Nee. Kann ich mich bisher absolut nicht erinnern. Sehr cool. So. Himmelwelt. Ich muss weiter. So, da. Auch wieder... Oh mein Gott. Alles klar, da müssen wir doch gleich mal wieder zurücklaufen. Hui. Ja, hier war der Bench, hatte der Bench Prüfungen und so. Aha. Also habe ich das versucht, selber zu coden, diese Portale. Okay. Ja, hat offenbar funktioniert. Ja. Da war auch ein Secret Exit. Ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt mir ein Portal. Ah ja, das habe ich übersehen. Zack, zum Switch, ne? Genau. Zack. Yo, ey, das ist Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Danke. Okay. Das ist dann die finale Welt. Das ist dann die finale Welt. Da haben wir Panzer, wir haben einen Bully, einen Goomba, das Airship und natürlich Bowsers Schloss. Huch! Hier hast du ein bisschen Gameplay. Ah, ich bin in den Gegner reingelaufen. Genau. I see. Ah, jo, das ist ja auch gut. Das habe ich auch noch nicht in einem SMW-Hack gesehen. Das ist ein bisschen inspiriert von einem vorherigen Overworld-Contest-Entry. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, es ist inspiriert von New Super Mario Bros. Land Dings, wie es auch immer heißt. Da hast du ja auch Interaktion mit Gegnern auf der Overworld. So ähnlich, ja. Aber ciao. In 2009 hat jemand sowas Ähnliches gemacht. Nur waren die halt okay. Nur waren die halt Sprites und hier sind es eben keine Sprites. Ja. Und jetzt hast du natürlich auch noch zusätzlich hier die ganzen auch die Wege natürlich erstmal entwickeln müssen. Ah, das. Oh ja, und dann kommt doch hier noch so eine Brücke. Ey, das ist cool. Huch, jetzt muss ich. Okay, ja, moin. Ciao. Easy. Okay. Cool. Bowser's Flaming Castle. Ja. Ah, und da kommt jetzt auf den Anfang zurück. Genau, und unten links siehst du, du hast alle Exits. Ja. Ja, na, oh mein Gott, nice. So schnell habe ich noch nie einen Hack durchgespielt. Cool. Also, richtig cool. Das ist, welcher Platz seid ihr geworden? Dritter. Von wie vielen? Von, ich glaube, um die 40. Ich wollte gerade sagen, da haben noch bestimmt richtig viele mitgemacht. Also, da ist der Dritter schon ein deutlicher guter Platz. Gab es denn wieder so eine Punktebewertung? Also, das weißt du noch, wie viel Punkte ihr vom ersten Platz weg wart? Interessiert mich nur immer sowas. Das schaue ich gleich nach. Okay. Ich wollte auch ursprünglich eine siebte Welt machen, so eine Special World. Mhm. Ich habe auch eine Datei dafür, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft. Also ich wollte dann auch nicht mehr. Ja, also du hast ja immerhin, also du hast ja hier, du hast ja schon gesagt, nach der dritten hattest du schon fast keine Lust mehr. Und bis dahin war es ja auch schon fantastisch gut und dann hast du aber nochmal versucht, das Ganze zu einem Abschluss zu bringen. Also, wow. Ich meine, ich bin ja mal leicht zu begeistern, das ist klar, weil ich sowas auch gar nicht kenne, dass man Overworlden auf die Art und Weise gestalten kann. Aber das ist schon Wahnsinn. Genau, und weil halt alles ein einzelnes Bild ist, das ich gezeichnet habe, war es eigentlich nicht möglich, so eine große Overworld zu machen. Ja. Da muss man irgendwie. Ich weiß nicht mal, ob das möglich ist mit so ASM. Mhm. Komm. Ich erinnere mich nur von der großen Overworld, glaube ich, war bisher die beeindruckendste, die ich mich erinnere, weil da halt sehr viel zusammenkam, die von hier, das war irgend so ein Level-Contest, wo sie eine Overworld draus gebastelt haben. Ich glaube, der 10. Vanilla oder ich weiß nicht. Baldi C9. Wo du da auch diese Seilbahn dann gefahren bist und was da alles auf der Overworld los war. Das war eine krasse Overworld. Das ist so die einzige, die ich in Erinnerung habe, weil ansonsten erinnere ich mich kaum an Overworlds. die Bewertungen, also
es gab 3 Judges. Mhm. Die Average-Punktzahl war bei uns 98,76. Mhm. Ja. Und ja, ein Judge hat uns 100 Punkte gegeben, einer 97, meine ich. Ich wollte gerade sagen. Und, nicht sehr biased. Okay. Ja, krass. Aber dann war der schon, hat der erste Platz, weißt du, wie viel der bekommen hat? Alles 100 Punkte. Ah, okay. Also der war dann ganz voll. Okay, alles klar. Ja, ja, bei dem war es halt so, dass es auch viel Interaktives gab. Mhm. Aber auch eben die große Oberwelt, die wirklich verbunden mit allen anderen Welten ist. Ja, das gab halt wahrscheinlich dann nochmal Pluspunkte, wenn man wirklich sozusagen einen Hack, der alle Overworld-Elemente verwendet, die es gibt. Wie zum Beispiel eben die große und dann die einzelnen kleinen, in die man reingeht. Ja, aber ich meine, das ist ja... Wie lang hast du dann gesessen insgesamt? Den ganzen Contest lang. Über einen Monat. Ach, krass. Es gab auch dann noch eine Extension, weil es dann ein bisschen knapp wurde. Okay. Mann. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also du hast ja schon bei den einzelnen Leveln immer schon so kreatives Zeug gepixelt. Also das, wow. Sehr, sehr cool. Okay. Na, das ist doch ein normales Videolänge geworden. Okay. Ja. Und möchte jetzt noch gerne was sagen, weil du vorhin noch die Oberwelt von VLDC9 erwähnt hast. Mhm. Ich bin gerade dran, den 11. Contest in ein Hack zu machen. Weil, also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber also ich selber habe den Hack nicht gemacht. Das hat ein anderer Typ hat die ganzen Level compiled. Mhm. Leider war das Projekt ein bisschen tot. Also habe ich mich entschieden, eben das selber alles fertig zu machen. Ich habe jetzt schon viel an den Oberwelten und so gearbeitet. Die werden vielleicht nicht ganz so krass, aber ungefähr gleich cool wie das von VLDC9. Ja, krass. Das heißt, irgendwann kommt dann sozusagen in unter Bearbeitung von dir so eine Compilation von den ganzen VLDC11-Leveln. Ja, also wie gesagt, das hat ein anderer die ganzen Level in einen ROM gepackt. Mhm. Und ich du musst jetzt sortieren. Ja. Wow. Und jetzt, falls der Lord Kronos zuschaut, es tut mir leid, weil ich weiß, dass du gerade diese Demo von VLDC11 spielst. Es gibt eine Demo, aber es sind einfach nur die Level ohne eine Oberwelt. Mhm. Ja, vielleicht schaut er noch zu. Man weiß es gar nicht so. Es ist ja mittlerweile, der Kanal geht jetzt schon so lange. Ich habe keine Ahnung, wer alles noch eigentlich zuschaut und wer nicht. Aber man sieht zumindest, dass bei SMW-Videos doch immer ein paar mehr Aufrufe kommen, als jetzt bei, was weiß ich, was ich gerade spiele, hier Deltarune und so. Da sieht man dann schon, dass noch ein paar SMW-Interessierte auf jeden Fall da sind. Ja, und eben, ich hoffe, der VLDC11-Hack wird bis früh nächstes Jahr fertig. Alles klar. Ja, aber da hast du jetzt ja praktisch keine Deadline, da kannst du dich ja eigentlich, also da musst du dich jetzt nicht zwingend stressen im Sinne von, das muss bis da und da fertig werden. Nee. Das kannst du relativ entspannt machen, wobei das immer auch dann das Problem ist, wenn man gar keine Deadline hat, dann schludert man zu sehr rum. Ja, es gibt halt einfach so nervige Bugs, die in normal großen Hacks nicht auftauchen würden. Ja. Die muss ich dann besser anschauen mit anderen. Ja, wahrscheinlich. Also, das wird doch immer ganz schwierig sein, dass ja die Level miteinander sozusagen kompatibel irgendwie sein müssen, dass die nicht sich gegenseitig irgendwie dann... Weil jeder hat ja... Das ist halt hauptsächlich wegen einem Patch, der für mehr Level auf der Oberwelt... also mit dem Patch kannst du mehr Level auf der Oberwelt haben. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ja, gut. Dann bedanke ich mich, dass du das mal gezeigt hast und vorgestellt hast. Das war mal eine interessante Erfahrung. Overworld Contests zu sehen. Und ja, sag auch danke fürs Zuschauen. Wer auch immer jetzt zugeschaut hat. Und ja. Tschüss.
Tschüss.